Hi Uli. Das war dein Motorrad, jetzt ist es leider nicht mehr deins, gell? Habe ich mir sagen lassen. Ja, leider. Das tut mir auch recht leid, aber ich freue mich, dass es jetzt jemand hat, dem ich das auch ganz gönne. Okay. Wann hast du denn die TRX ist ja relativ selten. Wann hast du denn die gekauft? Die habe ich gekauft 1996 und ich habe sie eigentlich gekauft, weil andere gern so eins gehabt hätten und weil sie sich nicht selber kaufen konnten, haben sie mich überredet, die zu kaufen. Die hat sie neu gekauft, gell? Die war ganz neu, ja. Okay. Und jetzt gucken wir gerade mal, du bist ja auch ein paar Kilometer mit dem Motorrad gefahren. 17.000, okay. Wo gingen denn deine Touren so hin? Ja, ich bin leider nur 17.000 Kilometer damit gefahren. Ist die Schweizer Pässe gefahren, das war Norddeutschland gewesen und natürlich in der Rhön immer. Ja, in der Rhön ist ja wunderschön, gell? Ich meine, das ist ja klar, das ist ja so ein richtiger Rhönräuber, das Ding. In der Rhön hat es sich bestimmt ganz wohl gefühlt. Das stimmt, ja, das ist auch das optimale Motorrad für die Rhön. Ja. Na gut, jetzt hast du es aber auch schon ein paar Jahre stillstehen, gell? Ja. Wann hast du es abgestellt? Jahre, aber ich sag mal so, die meisten Kilometer habe ich sowieso in der Anfangszeit gefahren. Es soll ja auch mal jemand fahren, ja, der Spaß dran hat. Und ja, ist klar, ich meine, wenn sie nur in der Garage steht, ne? Ja, das macht ihm auch nicht glücklich. Klingt sie ja niemand, wie er gefallen. So, die Uli habe ich jetzt schon mal beredet. Wir machen jetzt das Motorrad wieder startklar, weil wie gesagt, sie steht schon ein paar Tage. Und wenn die dann wieder läuft. Den geben wir jetzt auch noch mal gleich ins Bild, der neue Besitzer. Der hat auch so blonde Haare wie du. Na, ja, komm mal her, damit du mal siehst. Aber bleib jetzt noch mal weg, bevor wir dich da im Bild haben. Hier, Uli, wenn das Motorrad wieder brummt, jetzt machen wir dir noch richtig schön startklar, dann wollen wir dich noch mal drauf sehen, so als Abschlusstour. Ja, das würde ich schon mal gerne machen. Ne? Das kriege ich mal hin. Ich hoffe nur, dass ich da nicht mit umfall. Nein, also, jetzt bin ich das noch nie. Wir passen auf dich auf. Wir machen einfach mal eine schöne Tour. Genau, ihr lauft hinter mir her und packt dann hinten an. Hier, jetzt komm mal her, du blonde Schönheit. Ja, also ich bin jetzt ganz froh, dass der Martin das Motorrad gekauft hat, weil ich kenne den Martin schon ganz lang. Und ja, wir haben auch schon einige schöne Erlebnisse gehabt. Ja. Und Sie meint aber beim Motorradfahren, ich habe das alles schon recherchiert. Ja, genau. Ja, und, okay. Und deswegen freut sie mich eigentlich jetzt, dass der Martin das Motorrad gekauft hat und nicht irgendein Fremder. Ja, Uli, du musst aber aufpassen, weil ich sehe, das Ding ist ja gepflegt gewesen. Der putzt nicht gern. Ja, also Du wohnst ja nicht so weit weg von dem, gell? Ich weiß, dass der nicht gerne putzt. Ja. Meinst du, ich soll dann immer mal vorbeigehen und das überprüfen? Ja, ja, wahrscheinlich kommt es dann mit dem Reisigbesen. Hier, hör mal zu, wir machen jetzt das Ding hier Schluss, weil wir wollen ja nämlich an dem Ding arbeiten, damit die wieder richtig schön geil brummt. Tschüss, bis demnächst. Tschüss. Genau, tschüss. Jetzt haben wir den Ölwechsel. Na klar, mit dem Filterwechsel alles, der Filter hat ein bisschen Probleme gemacht, aber ansonsten war alles okay. Ist doch gar nicht wahr, du hast die zweite Ölablaufschraube nicht gefunden. Ja, dann schon. Ja, ja, mach hin, damit das Ding mal sehen, ob es startet. Ja, gleich. Keine Ahnung, von der TRX auf jeden Fall hier, rechte Motorseite, hier ohne, wo ich die Finger drauf habe, Ölablassschraube. Guckt es euch an, einfach so unkonventionell schwarze Schraube, gar nicht groß, Ölablassschraube und da hängt noch der Ölfilter unten drin. Und die andere Seite, die linke Seite ist ja einfach, ist hier, das sieht ihr ja, wir haben ja immer abgeputzt, das ist ein Dreckspatz. Wir haben noch eine Batterie reingebaut, der erste Start steht bevor. Wollen wir mal sehen, ob das Ding anspringt. Seit wann steht die, hatte ich gesagt? Seit 6 Jahren. 6 Jahre. 2000, 2001 ist die noch gefahren? Ja, da ist sie noch gefahren. Okay. Jetzt hast du sie angeschmissen und ich war mit der Kamera nicht dabei. Los, für die Fans. Zeig, dass das Ding knallt. Dann halt nochmal. Ja. Sofort angesprungen, das Ding. Genau so war das eben auch. Ja. Geil, ne? Steht jetzt schon ewig. Noch nicht mal vergasert, kriege ich gar nichts.
Hochgeschmissen hat es gestern das letzte Mal gelaufen. Pflicht. Ja. Nee, gar nichts. So, es ist auf große Fahrt, jetzt kommt er wieder. Na gut. Jetzt warten wir nur noch. Das gibt einen Kurventiger. Einen Kurventiger. Jetzt warten wir noch, bis die Uli dann startklar ist, dann kannst du fahren. Ja, genau. Genau.